Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Xenoverse. Wir sind hier immer noch auf der Siegestraße unterwegs. Und ich würde sagen, wir schwimmen hier mal und schauen, was uns erwartet. Ob es hier richtig ist. Aber ich würde mal sagen, sieht danach aus. Erdbeben, komm schon. Wer benutzt den Hyperstrahl? Fische und Kämpfe, das hört sich gut an. Auf geht's. Honnchen. Honnchen. Du warst Wasser und Drache. Damit sind leider meine Elektroattacken nicht mehr sehr effektiv, was ich nicht nett finde, muss ich sagen. Das ist gar nicht nett. Fies. Er hat sich selbst einfach mehr Schaden gemacht als mir. Und ich habe mich wieder geheilt. Er hat insgesamt dann 2 KP Schaden gemacht und sich selbst viel mehr. Das war gerecht. Das ist Gerechtigkeit. Das kommt davon, wenn man andere beißt, dann schneidet man sich an den. An der rauen Haut der anderen. Beißt keine Leute. Das habt ihr heute gelernt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Pokémon als nächstes... Ach, noch ein Hornchen. Okay. Gut. Habe ich ja nichts falsch gemacht. Die Weisheit des Tages. Beißt keine anderen. Weil manchmal können die raue Haut haben und dann tut euch das mehr weh, als ihr ihnen wehgetan habt. Und das würde ja keinen Sinn machen. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ihr hier immer was lernen könnt. So. Oh nein, es geht zurück in die Höhle. Oh, schön. Einmal bitte heilen. Heißt das, wir haben die Hälfte oder heißt das, wir haben ein Drittel? Bitte die Hälfte. Die Siegestraße ist immer irgendwie das Ätzendste an Pokémon-Spielen. Ich meine, einerseits natürlich cool, dass man es geschafft hat und so, aber die zieht sich immer so und du hast immer 100.000 Trainer hintereinander, die du besiegen musst. Und irgendwie wird es langweilig nach dem 20. Trainer. Der Millionär hat ein Coin-Coin. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass das Coin-Coin heißt. Ich war immer davon irritiert, wie fürchterlich es aussieht, aber klar, das heißt einfach Coin-Coin. Also Münze-Münze. Ein guter Name. Es hält auch sehr viel aus. Machen wir mal. Greifen wir mal. Physisch an. Okay. Tschüss. Tut mir leid, Herr Millionär. Influencer. Warte, ist sein Name Influencer? Nein, warte, sein Typ ist Influencer, aber sein Name ist Millionär. Das ist gar nicht verwirrend. Fast wäre ich rübergesprungen. Das wäre blöd gewesen. Will er nicht kämpfen? Ach nee, der schickt mich zurück an Anfang. Der blaue Wanderer. Mit dem will ich dann nicht reden. 2 Pokémon hat sie. Aha. Wie schön, ein Käfer. Tschüss, Käfer. Danke für den Snack. Mein Vogel war hungrig. Das ist sehr nett von dir. Ah, ich habe nicht gelesen, aber Cameron! Cameron ist zurück. Nee. Mach ich mit Stahl Schaden? Nein, warte, Cameron ist Boden, ne? Nicht Gestein. Ja gut, aber meine Verteidigung ist... Oh, Cameron hat mich verflucht. Das ist nicht nett von Cameron, muss ich sagen. Gar nicht nett. So, komm mal zurück. Du bist dran. Attacke. Können wir das bitte lassen? Cameron. Das Hochfluchen ist unsympathisch. Hochfluchen? Nein, nein. So, das kommt davon, wenn man hier die ganze Zeit rumflucht. Mann, Mann, Mann. Und wieder nach draußen. Nein, es ist immer noch drinnen. Es sah aus, als wäre es draußen, aber es war nicht draußen, es war immer noch drin. Das war gemein. Oh, ein Pikachu. Ah, ein weibliches mit dem komischen Herzchenschweif. Toll. Komm, mach eine Elektroattacke. Ha, Pikachu. Auf Wiedersehen, Pikachu.
Niemand will dich sehen. Ja. Ja, ja. Und, oh, es ist besseres Pikachu. Oh, ist das süß. Guckt es euch an. Es ist so ein gutes Pokémon. Oh. Es ist so ein feines. Was macht es? Oh. Schön, das boostet sich. Es ist so ein feines. So ein gutes Pokémon. So gut. Anders als gewisse andere Pokémon mit Herzchenschweif. Er hat meine Attacke gelernt. Cool. So ein gutes Pokémon. Hat es fein gemacht. Und Raichu. Okay. Raichu ist auch cool. Aber leider hat es so eine komische Vorentwicklung. Aber einfach ganz schnell Donnerstein geben, da muss man die Vorentwicklung nicht so lange ertragen. Außer man spielt gewisse Pokémon-Spiele, die das nicht zulassen mit dem Entwickeln. Mein erstes Pokémon-Spiel war übrigens Pokémon Gelb. Wahrscheinlich kommt daher meine Abneigung für Pikachu, weil ich immer einen Raichu wollte, aber das nette gelbe Ding hatte keinen Bock, sich zu entwickeln. Deswegen hing ich auf Pikachu fest und alle an Raichu und ich nicht. Und es lag immer auf der Box, weil es mich immer nicht leiden konnte. Und dann hatte ich keine Lust auf das Pokémon. Das, also, für die Leute, die es interessiert, woher mein Pikachu-Bashing kommt. Wahrscheinlich vor allem daher, weil ich als Kind unbedingt Raichu wollte, aber in Pokémon Gelb geht das nicht. Da muss man mit Pikachu spielen, obwohl man Pikachu gar nicht mag. Und dann wird man auch noch gezwungen. Und Major Bob hat dann dieses coole Raichu und du stehst nur da mit einem blöden Pikachu und versuchst und kaufst ihm 500 Donnersteine, die es aber nicht nehmen will, weil es nicht so gut dafür ist. Und wenn du dann mit ihm redest, macht es auch noch ein böses Gesicht. Nee, danke. War eine gute Erfahrung. Und dann in Let's Go Pikachu und Evoli wieder diese Pokémon, die man nicht entwickeln konnte. Das war nicht nett. Aber Evoli nicht zu entwickeln ist besser als Pikachu nicht zu entwickeln, weil Evoli ist wenigstens süß. Evoli ist in Ordnung. One-Hit? Nee. Leider nicht. Das hält aber auch gut aus. So. Das sollte hoffentlich reichen. Hat er dann noch eins? War das jetzt erst sein erstes Pokémon? Ich habe keine Ahnung. Donanas. Donanas? Ah, ja. Aha. Das ist nicht gut, weil ich bin Boden und das ist Pflanze. Anscheinend kann es keine Pflanzen attacken. Wo geht das hin? Was soll das? Donanas, was machst du da? Das ist nervig. Ich denke, wir zünden dich an. Da kannst du dich verstecken, wie du willst. Jetzt kommt die Pflanzenattacke. Habe ich rechtzeitig ausgewechselt, würde ich sagen. So, Flammenwurf. Tschüss. Oh, Level Up, sehr schön. Komme ich hier hin? Da stehen drei Leute im Weg. Gut, da gehen wir noch nicht hin. Ach, dann gehen wir doch zu den drei Leuten, die da im Weg stehen. Leute, was ist los? Wir haben wichtige Forschung zu erledigen. Ihr seid nervig. Okay. Dann laufen wir mal hier lang. Oh, ein Item. Wie schön. Oh, ein Schieberätsel. Guckt euch an, wie kompliziert das ist. Das ist viel zu kompliziert. Ich weiß nicht, ob ich das lösen kann. Oh, doch, okay. Alles klar. Oh, hahaha, gedodged. Erdbeben. Oh. Giga-Impact. Genauso sinnvoll wie Hyperstrahl. Guck mal, wir dodgen den gleich nochmal. Ich sag's euch. Niemand mag Hipster. War das schon alles hier? Oh, guck mal, da sind wir wieder. Ja, gut. Hat das Schieberätsel sich wirklich gelohnt? So, hier hinten war also nichts.
In Ordnung, dann springen wir mal da drüben runter, würde ich sagen. Oh nein. Oh nein. War ich hier schon? War ich hier schon? Hallo, war ich hier schon? Nein, oh, ich dachte, das wäre eine Stelle, wo ich schon war, weil da das offene Item war. Aber anscheinend nicht, da war ich... ach, das ist da, okay. Ich habe vergessen, dass ich da das Item schon geholt habe. Ich dachte, ich wäre wieder am Anfang der Höhle. Aber alles gut, war nicht so. Falsches Pokémon für dieses Pokémon. Wechselio an der Stelle, Wechselio. Sympathisch, sympathisch mit dem Sandsturm. Kann man mal machen. Sandsturm auf den Gegner hetzen. Das ist richtig nett. Sehr freundlich. Ha! Das war's mit deiner blöden Robustheit. Das kommt davon. Bitte sag mir, das war sein einziges Pokémon. Danke. Ich habe keine Lust mehr auf den Sandsturm, in dem ich jetzt 2 Sekunden war. Item! Sehr schön. Warum auch immer ich da hinten nicht durch darf. Sind wir langsam mal am Ende. Ich liebe die Siegesstraße. Das ist genauso nervig wie die, wie diese Verstecke von den Bösen, wo dann 100 von diesen Rüpeln hintereinander stehen und besiegt werden wollen. Das geht einem halt irgendwann nach dem 300. Trainer auf die Nerven. Aber das Gute hier ist, dass die Trainer meistens nur so 2, 3 Pokémon haben. Damit kann man leben, würde ich sagen. Das ist in Ordnung. Oh, das sollte ich nicht so viel Schaden machen, oder? Oh, doch. Oh. Ach nein, was? Das ist jetzt Sound? Ha, wusste ich natürlich Skill. Das ist alles Skill, Leute. Ich wusste natürlich, dass Knuddeluff jetzt Sound ist, weil das ist ja ganz offensichtlich, weil guckt euch mal Knuddeluff an. Das ist so ein Kaninchen, die sind laut. Die können gut hören mit ihren Ohren. Und deswegen sind sie Typ Sound. Was Besseres fällt mir nicht ein. Aber das passt schon. Das passt schon. Ich meine, Granbull ist Fee, weil es rosa ist. Da passt mein, es hört gut. Und deswegen ist das Sound schon besser. Das ist immer noch eine bessere Erklärung. Also es ist rosa, deswegen ist es Fee. So wie Pantymos. Ich habe keine Kampfattacken, oder? Doch, ich glaube, ich habe irgendeiner keine Kampfattacke, oder? Ich weiß nicht mehr, wer. Oder kann einer eine Kampfattacke? Ich bin mir echt nicht sicher. Doch, natürlich. Natürlich kann einer eine Kampfattacke. Wie Brava, da wechseln wir mal. Ich glaube, das hier kann eine Kampfattacke, oder? Ja. Ich wusste, einer kann was. Wie Brava. Das macht Spinny. Weg mit dir. So muss das. Sehr schön. Der nächste. Oh, da war ein Trainer. Oh, den habe ich nicht gesehen. Tut mir leid, Leute. Aber jetzt sind wir auch schon so weit weg, um da noch zurückzulaufen. Ha, schade. Kann man nichts machen. Oh, das sieht aus wie die Endtreppe. Kommt da wohl nochmal ein Trainerkampf? Mit irgendeinem Rivalen, mit Trey kann es ja nicht sein, aus Gründen. Wir heilen mal besser noch davor. So. Steigen wir die Treppe empor. War niemand. Ha! Hey, warte auf mich! Ja, Rivalenkampf. Wow. Du bist wirklich unglaublich schnell durch die Siegestraße gekommen. Du bist wirklich... unglaublich, Miri. Ich habe wirklich rennen müssen, um dir, um mit dir Schritt halten zu können. Du fragst dich sicher, warum ich mich so beeile, nicht wahr? Nun, es ist ganz einfach. Ich bin hier, um dich zum Kampf herauszufordern. Weißt du, nach allem, was wir durchgemacht haben, konnte ich nicht warten, mich mit dir wieder anzulegen.
sein. Pikachu hat er nicht mehr entwickelt. Herzlichen Glückwunsch. Also habe ich Aster gefragt und er hat mir gesagt, wo du bist. Also gehst du zum Mount Zodiac, nicht wahr? Nun, dann ist es sicher gut, wenn wir nochmal gegeneinander kämpfen, nicht wahr? Möge der Bessere gewinnen. Okay. Er hat ja immer noch nicht 6 Pokémon. Soll ich dir einen Pokéball leihen? Ich kann ihm eins von meinen Pokémon leihen. Das ist ja traurig. Vögelchen. Sollte das nicht normal effektiv sein? Oh nein, er macht das Gleiche. Oh nein. Gleiche Taktik. Oh nein. Ist immer ungeschickt, wenn das Flug-Pokémon auch gleichzeitig das Elektro-Pokémon ist. Das, aber normal und Flug finde ich auch keine gute Kombination, weil man dadurch den Vorteil, den Flug normalerweise Kampf gegenüber hat, wofür man meistens die Flug-Pokémon im Team hat für Kampf-Pokémon, da existiert der Vorteil leider nicht mehr. Man ist nur noch effektiv, wird aber auch sehr effektiv getroffen. Warum schickt er das rein? Ist das Ding nicht Sound? Das wollte ich einsetzen. Hm. Ja, deswegen will er es einsetzen, weil Sound effektiv ist gegen Flug. Ah, ich bin aber auch Elektro. Deswegen ist es nicht mehr sehr effektiv. Aber meins ist sehr effektiv. Tut mir leid, das war nicht clever. Von mir auch nicht, mich zu verklicken, aber das hat mehr mit anderen Dingen zu tun, als damit, dass ich doof bin. Sondern nur, dass ich meine Finger nicht richtig bewegen kann. So, ein Flammwurf sollte gut Schaden machen, auch wenn das auch Feuer ist vom Typ. Ja. Oh, was? Ein Turtok? Wo hat er denn jetzt ein Turtok her? Ist das ein normales Turtok? Ich hoffe mal. Hi, Turtok. Interessant. Oh. Oh, das war gemein. Die Paralyse direkt gezogen. Oh. Das war fies, das tut mir leid, das muss sogar ich zugeben. Ja! Ein gutes Pokémon, ein gutes Pokémon. Oh, jetzt kann ich ihn nicht mehr bashen. Hat er schon lange das Nachtara? Haben wir schon mal mit ihm gekämpft und er hatte das Nachtara? Toll, toll. Ich wollte ihn bashen und was macht er? Nimmt Nachtara ins Team. Das ist doch Absicht. Das ist ein gutes Pokémon. Tut mir leid, dass ich es besiegen musste. Kannst du es mir geben? Ich kann mich bestimmt besser drum kümmern. Wirklich schöner Kampf. Ja, war okay. Nun, ich wusste, dass es so laufen würde, aber ich wollte es trotzdem probieren. Miri, danke dir. Wegen dir habe ich gemerkt, dass ich niemals aufgeben darf. Deine Energie, dein Charme, deine Liebe für Pokémon. Du bist ein Beispiel für Trainer, dem alle folgen sollten. Du bist so toll und ich bin sicher, dass du selbst diese Situation hinbekommst. So wie immer. Oh, fast vergessen. Ich weiß, das hört sich verrückt an, aber auf dem Weg zurück aus dem Xenoverse habe ich eine große Überraschung in meinem Rucksack gefunden. Ein anderes X-Pikachu. Das ist jedoch anders als meins. Und es scheint sich nicht wirklich mit meinem zu verstehen, um ehrlich zu sein. Ich möchte, dass du es hast. Als Dankeschön für alles, was du für mich getan hast. Ich bin sicher, du kümmerst dich gut darum. Oh Gott, ist das rosa. Nein! Und ich dachte, der Herzschweif vom normalen Pikachu wäre schlimm. Das ist schlimmer. Wow. Toll. Okay. Miri, ich bin nicht nur deswegen hier. Ich möchte dir noch was sagen. Und deswegen hat er keine 6 Pokémon im Team, weil das Pikachu sich mit seinem nicht verstanden hat. Ja, ja. Ach, vergiss es. Ich möchte dir nur das Beste wünschen. Das ist alles. Und jetzt geh. Viel Glück nochmal. Das Pikachu, man muss es freilassen. Leute, ich würde sagen, bevor wir uns die Liga ansehen, beende ich hier die heutige Folge. Macht es gut. Bis morgen. Und tschüss.